Da wären wir wieder. Nach frisch umfallenden toten Zombies, umgeben von Leichen, 5 Tage später. Wir nähern uns jetzt mehr und mehr dem interessanteren Bereich der Stadt. Wie gesagt, 5 Tage später, das heißt, wir haben es jetzt schon November. Und komischerweise haben die Fische entschieden, dass ab Anfang November sie viel schwieriger zu fangen sind. Das heißt, wir müssen echt mehr darauf achten, dass wir dann halt morgens früh und abends, zwischen gehen, um unsere Nahrung soweit aufrechtzuerhalten. Interessantes an Loot gab es nicht wirklich. Nee. 4 Shotgun-Shells ist jetzt nicht die Welt. Und noch eine Speere. Zack. Ja, es wurden sehr, sehr, sehr viele Speere verbraucht. Während wir hier rumwuseln, könnt ihr ja mal die Straßen so ein bisschen beobachten. Ich hätte erwartet, dass wir besser vorankommen, vor allem nach so vielen Tagen, aber es sind immer noch sehr viele hier. Da unten wuseln die nächsten rum. Eigentlich wollte ich mich gerade zu dem Anhänger da vorarbeiten. Oh, Sprinter. Zu dem Anhänger da hinten vorarbeiten, weil da war Munition drin. Aber das wollte ich nicht ohne euch mitnehmen und näher angucken. Schon wieder ausatmen. Singen lassen hier. Hier ist der Futsch. Oh, ist das wieder ein Katana? Wir haben das definitiv. Nee, das ist eine Machete, glaube ich. Doch eine zweihändige. Okay. Wir haben eine Scrap Blade einhändig. Die können wir mal ausprobieren. Okay, ist ein wenig träge. Speere weg damit. Ist müde. Ja. Also in dem Versuch, jetzt einigermaßen Fische zu bekommen, obwohl es halt schwierig ist, gerade an Fische zu kommen, wird halt früher aufgestanden. Also so gegen 4 ist der erste Wecker, damit man dann noch angeln kann und versuchen, Fisch rauszubekommen. Aber entsprechend, da wir halt eine Nachteule sind, macht das nochmal extra müde. Das heißt, wir müssen jetzt jedes Mal ein Mittagsschläfchen einlegen. Theo praktisch, wenn wir ordentlich kämpfen wollen. Hunger ist problematisch. Heute Morgen keinen Fisch gefangen. Haben auch nichts mehr zu essen. Nein. Okay, dann denke ich mal, checken wir den Anhänger da, wegen der Munition, die ich gesehen habe. Und dann gehen wir in die Häuser hier rein und suchen nach irgendwelchen Reis oder irgendwas anderes. Hallo? Schreist hier rum und machst nichts. Was ist das denn für eine Masche? Sieht nett aus. Hinten ist schon mal ein Wasserspender. Hi. Oh, hi. Sind ein paar mehr. Hier ist noch nicht so super viel Schaden scheinbar. Okay, wir haben auch keine Shortblade oder Longblade Skills so viel. So, wo ist eure Gemeinschaftsküche? Protein. Oh, Schlüssel sollten wir mitnehmen, wenn das hier so eine größere Anlage ist.
Ich will all. Gut, wir sind überladen, das sollten wir vermeiden. Schmeiß dich hinten rein, die Axt hinten rein. Besser. Noch mehr Wasser verwenden. Sehr gut. Das ist quasi eine Küche. Eher so ein Pausenraum, ne? Ja, nichts Ordentliches drin. Oh, das sieht besser aus. So, was haben wir da? Crystal Pepsi, drink all. Das könnte sogar helfen bei der Müdigkeit. Genau wie die Cherry Coke. Ich mag Cherry Coke. Und immer noch müde, ist okay. Cherry Coke, drink. Arizona. Mach keine Müdigkeit. Nein, du kommst so mit. Miso Paste. Auch mit. Ja, sage ich doch, das lohnt sich hier. Das Ganze jetzt noch. Oh, Chips. Nom, 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 nom. Das Ganze jetzt noch ein bisschen freischlagen. Kein Bleach trinken, nein. Das Ganze ein bisschen freischlagen, dass wir hier ein Mittagsschläfchen machen können. Und dann passt das. Cereal. Ja, sind wir eingedeckt. Na, es hat sich gelohnt. Was haben wir hier hinten? Da wurde jemand eingebaut. Ne, du bist hier auf der Seite. Da ist schon der Zombie-Bee in den ganzen Kisten eingesperrt worden. Maple Syrup. Kommen wir da irgendwie? Ja. Das sind viele Kisten. Nix, 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 nix. Cracker. Machen so gut wie gar nichts. Miso-based Cracker, ja, go. Mhm. Schmieren jetzt überall diese komische Paste drauf und dann ist gut. Miso Paste Cracker. 200 Kalorien. Noch mehr Paste drauf. Nein, knabber die einfach. Ist okay. Electronics. Oder so ein Rezeptbuch. Mechanics. Das brauchen wir, oder? 3 bis 4? Zeig mir meine Skills. Ja. Perfekt. Das wird auf jeden Fall gelesen. Musik ist jetzt nicht ganz so richtig. Trapping bin ich mir nicht sicher. Hunter Magazine. Make Trap Box. Die Dinger gehen schnell zu lesen, ne? Das einmal durchpowern. Haben Sie so viele gute Bücher in einem komischen Regal? Make Metal Sheet. Dich mit. Das waren jetzt alle. Nein. Biking. Gameboy Zeug. Ja. Dance Zeug. Teacher's Recipe. Dance African Rainbow. Das könnte bei Motivation helfen. Aber dafür bräuchten wir erstmal einen Generator oder allgemein Musik. So ein Walkman könnte gehen. Oder Discman. Irgendwo klötet da noch jemand. Lies schneller. Da. Bist nicht der Klöterer, aber du musst auch weg. Farming 4, bin ich mir nicht sicher.
Good cooking. Cake batter, pie dough, chocolate chip, cookie dough. Kriegswichtiges Material. Mitkommen. Hier im Erdgeschoss würde ich ungern schlafen. Laboratory 5? Virology. Ja. Und ganz viel High-End-Zeugs. Mit durch. Bis da hinten hin. Okay, warte. Oh, warte, das wäre ein guter Stuhl für unsere Base. Wollen wir jetzt mit dem Stuhl komplett nach Hause laufen? Ich hab dich gehört. Wahrscheinlich oben auf dem Balkon. Oh ne, da hinten. Ja, ne, nicht wenn wir doppelt müde und doppelt überladen sind. Oh. Wo kamst du denn her? Bist du dann Sprinter? Das Ganze wieder ein bisschen Stuhl balancieren, ne? So, Scrap Blade geht gleich kaputt. Das ist für mich völlig okay. Das hier könnte der Kletterer gewesen sein. Ach, das Geräusch. So. Scrap Blade broken. Weg damit. So, dich. Da. Ammo Canister 308. Die müssen wir so einmal mitnehmen und dann reingucken. 13 Boxen. Das Problem bei dem 308er, das ist für ein Jagdgewehr. Oder Snipergewehr oder ähnlichem. Ouch, Hand, hot. Was? Was zur Hölle war das? Wir haben gerade eine Wunde bekommen. Burned. Weil wir so schnell Munition rausgenommen haben? What the fuck? Oh ne, das Feuerzeug. Turn off. Wie habe ich das denn jetzt aus Versehen angemacht? Weg damit. Weg damit. Und die ganze Muni in den Rucksack. Und tragen immer noch einen Stuhl. Gut. Der Weg zurück sollte jetzt aber sicher sein. Also, wir bringen Munition und Stuhl. Never mind. Geh. Ist nix sicher. Das Auto ist ganz hinten, ne? Hier irgendwo? Da, perfekt. Keiner Nähe, der mich fressen kann. Mach dich auf. So, wir haben einen White Fancy Chair für zu Hause. Und die ganzen Bücher. Das doof zu machende Essen. Und die ganze Money. So, schon sind wir noch müderer. Und ich habe die Angelzeit verpasst. Der zweite Wecker war nicht an. Zweite Angelzeit war von 5 bis irgendwas. Probieren wir aber nochmal schnell was zu erwischen. Irgendjemand da, der uns stören könnte? Nein. Fisch.
Fishing Rod klingt gut. Ich denke, die Chance mit dem Fishing Rod ist besser als mit dem Speer. Hey. Nicht riesig, aber ja, es wird, es wird. Ein Fishing-Buch wäre super gewesen. Und allgemein mehr Fishing trainieren, bevor der Winter kommt. Das sollten wir definitiv das nächste Mal, wenn wir per Radio irgendeinen anderen Überlebenden anfunken, denen das sagen, dass sie im Frühling unbedingt sich wieder damit auseinandersetzen sollten. Gerade wenn sie frisch hier in die Gegend kommen. Ah, sollte reichen, um satt zu werden für heute. Noch bis 20 Uhr. So. Und dann gucken wir, ob wir ein Feuer überhaupt zum Laufen bekommen bei dem ganzen Regen. Du kannst schon mal Slice Filet. Alle. Wir könnten uns wahrscheinlich auch komplett aus den Reusen da ernähren. Aber die sind so doof zu essen. Das dauert eine Ewigkeit. Light Fuel mit Dirty Rack. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Wie geht's allgemein so nicht gut mit Essen? Ja, 75. Viel regelmäßiger Fischen. Viel mehr Skill Gain bekommen beim Fischen. Ah, ist nicht mehr viel bis zum nächsten Level. Kann man es eigentlich ins Zelt legen, ohne zu schlafen? Ich will. Ne, reinige dich, ist okay. Ich wollte eigentlich nur, dass es trocken wird, aber es scheint für sie nicht so wirklich ein Problem zu sein. Die können alle mit. Om nom 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 nom. Hat aber überraschend gut geklappt im Feuer. Ist auch kein strömender Regen, also es geht. Und out. Und vielleicht die Waffe wechseln. Wenn wir jetzt schlafen gehen würden, wachen wir immer um 3 auf, ne? Ist noch schlimmer. Ja, Fischis, ihr könnt auch ruhig ein bisschen satt machen. Das wäre ganz nett. Ja, besser, besser. Immer noch auf dem Abwärtstrend. Du, dir ist uncomfortable, es ist windig und es wird kühl. Ja. Und wir sind mega müde. Okay. Ab ins Zelt, es wird schon alles gut. Sleep. Yes. Angespannt. Traurig. 3.40 Uhr. Das ist ein garstiger Wecker. Wie sieht es dafür, dass wir um. Was ist das da? Dass wir um 4 Uhr das schon mitbekommen können, falls es um 4 Uhr anfängt. Fisch. Schau mal, was du finden kannst. Gib uns ein Level up. Und mehr Fische. Immer 8 Uhr. Ja. So, 3 Fische ist aber super. Slice. Also peu à peu kommen wir voran. Aber ich denke, wir sollten nicht mehr allzu lange hier in der Stadt verweilen, sondern erstmal wieder zurück nach Hause. Die Basis weiter winterfest machen. Gucken, ob die angepflanzten Sachen überhaupt jetzt überlebt haben, den ganzen ersten Frost und Schnee und so.
und dann sich an die Bücher weiter ranwagen und so vor sich hin basteln mit dem Mechanism, dass wir eventuell die Autos anhotwiren können und einen Schlüssel anfertigen, damit sie nicht mehr ausgehen. Und wir allgemein mehr Sachen ein- und ausbauen können, das wäre echt super. Lightfire. Dirty Rack. Können wir mit 20 verbrannten Little Bait Fishes noch fischen? Nicht reinlaufen. Ja, können wir. Interessant. Das heißt, wir haben definitiv genug Köder. Oh, ist ausgegangen. Natürlich oder wegen Schnee? Natürlich, weil wir kein Holz mehr hatten. Tree Branch kann mit. Add Fuel. Und die ganzen Dirty Rays kannst du auch verbrennen. Socken? Haben wir die gefangen? Wo sind das unsere Socken? Stand nicht getragen bei. Aber das reicht so. Light Fuel. Bloody Tanktop. Du hast 1 Stunde 30 Minuten. Das reicht, richtig? Ja, die war schon fast fertig. Gut, gut. Gibt mehr Futter. Die können hier erstmal zwischengelagert werden. Eat all. Okay, das heißt, wir... Nachdem jetzt 5 Tage lang Zombies gekillt wurden, konnten wir jetzt nicht wirklich zu irgendwas tollem Neuen hin. Also die Munition ist ein sehr guter Fund gewesen. Keine Frage. Zeig mal die Karte. Aber wir können halt damit nicht schnell töten. Also Shotgun-Munition oder irgendwelche Pistolen-Munition ist mir wesentlich lieber. Ja, so grob bis hier haben wir es frei. Dieser Marktplatz oder was das ist, der wäre halt als nächstes dran. Aber das muss warten. So, dich aus. Put out fire. Und Speer Nummer 1. Speer Nummer 2. Ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Vorstoß zu einem der Geschäfte. Und danach ziehen wir uns zurück. Schnappen den Wagen, bringen den Stuhl nach Hause, suchen einen ordentlichen Platz dafür. Sowas alles. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann weiter um die Base. Und machen da so eine kleine Bestandsaufnahme. Ah, ist ein Ticken schade. Ich hätte halt echt gehofft, dass wir hier besser und einfacher durchkommen. Aber es ist halt doch eine zu große Stadt. Relativ gesehen. Oh, was läuft denn? Oh, hallo. Eventuell sehen wir gleich ein Ticken mehr Zombie-Bewegung. Ich seh dich. Hey, nicht mehr glauben. Sapsch. Also, da ist wieder die Angelfabrik. Die Bank. Kannst die Bank mal angucken. Das müsste eins von den blauen Gebäuden sein, das linkere, glaube ich. Oh, ja. Weepy, anxious, überladen, überhaupt. Ich denke, wir sollten ein wenig umschichten. Wenn die Fischis essen. Und erstmal dich wegmachen, dass du uns dabei nicht störst. Nope. Ist das was für eine Brille?
Military Shatter Shield Goggles. Hm. So, dürfen wir jetzt bitte unser Mitreisen. Und sind voll. Okay. Nicht mehr überladen. Relativ voll. Immer noch depressiv. Das lässt sich nicht so schnell an. War hier nicht vorhin eine kleine Gruppe? Die hatten wir aufgemischt, ne? Gut, Nox Bank, was hast du Schönes für uns? Abgesperrte Türen, das ist nicht gut. Ich hoffe mal, einer von euch hat einen Schlüssel. Puffer kommt mit. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Ja, wir haben keinen Vorschlaghammer dabei im Auto, ne? Können wir was so rein? Nein. Ja, du kannst da jetzt 300 Stunden gegenhauen, um das aufzubekommen. Mit der Axt geht's eventuell besser. Ich bin jetzt aber nicht sicher, wie gut eine Axt ist gegen eine verstärkte Tür. So, also gegen Holztüren super, kein Problem. Aber das da? Hm. For Science, würde ich sagen. Gib mir die Axt. Und wo wir gerade hier im Container sind, trinke auch noch das Arizona für ein bisschen Aufheiterung. Hat nicht wirklich viel gebracht. Ja, wir helfen. Oh, oh. Okay. Also es scheinen keine wirklichen Sicherheitstüren zu sein. Es ist einfach nur ein Gitter. Die Stange nehmen wir mit. Dreier-Truppe hätte ich jetzt nicht gerechnet. Kannst du eine Aufführung noch wiederholen? Schön, also gefährlich. Außer Atem. Durchstöbern wir den Rest. Plündern die Mini-Fridge. Alles trinken. Warte, wir können jetzt hier kurz Rest. Du kommst gleich rein. Hm. Komm schon. Irgendwie erwischt. Hauptsache tot. So. Wo waren wir? Mehr Zeug in uns reinkippen. In der Hoffnung, dass es uns irgendwie glücklich macht. Das klingt traurig. Dance Magazin. Der Twist. Yay. Ist das 50er Jahre oder 60er? Irgendwie so. Okay, noch die obere Etage, dann sollten wir langsam raus. Hm.
vermutlich mal 4. Dort hat jemand einen großen Rucksack. Chili Potato. Ich denke, wir können langsam aufhören. Oh. Hier oben hat jemand einen großen Rucksack. So, unser Rucksack hat Capacity 30, 90 Reduction. Du hast weniger. West Point South Trailer Park. Reed. Das ist klein, okay. Und komm mit, ne, komm mit zum Messerschnitzen. Zum Speereschnitzen, nicht zum Messerschnitzen. Bücherregal sagt nein. Oh, Vitamine sind gut. Grab. Wir haben hier so eine aufpeppende Funktion. Ist da ein elektrischer Grill draußen oder ein Gasgrill? Kommen wir da hin? Es hat keine Tür. What? Hä? Okay. Barbecue-Info. Ja, aber die haben wir auch alle relativ nah an der Base. Da war doch dieser eine kleine, das kleine Minidorf, wo das Grillfest war. Einen davon mit nach Hause nehmen könnte auch praktisch sein. Wir könnten den Tank mitnehmen, wollen wir aber nicht. 20 Stunden Fuel, ne, ist alles gut. Okay, ich denke... Oh, da lag eine Wand. Also kann man doch regulär hier hin. Und was für eine Bank hat ein... Egal. Das ist eine sehr interessante Bank. Toilette benutzen. Was war das? Ist die Toilette jetzt kaputt? Wir ignorieren das alles. Wir machen uns jetzt noch ein bisschen frisch. Dann geht's auf den Weg zum Auto. Sie tingelt nach Hause und da sehen wir sie dann wieder, dass wir uns da mal umgucken können, was sich in der Woche Abwesenheit jetzt getan hat. Oh, ich höre noch irgendwas knurren. Ah ne, das ist so ein Hintergrundgebrabbel. Ja gut, das heißt, wir sehen uns gleich in der Base wieder. Bis dann.